Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir jetzt wieder mit meinem Dunkeleisenzwerg unterwegs. Hier jetzt mittlerweile auf Stufe 84. Und ja, wir machen dann ein paar Innis. Sind drei Leute quasi aus dem Stream dabei, auch im TS. Und haben jetzt zwei Randoms aufgegabelt, mit denen wir eben schon in der Instanz waren. Und zumindest ist der Heiler, ja, soweit ich das sehen kann, einigermaßen kompetent. Er gibt mir zumindest Erdschild. Das ist schon mal viel wert in der einen oder anderen Situation. Phil, ich grüße dich. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ein paar Innis wollen wir noch machen. Zwischenrein in den Downtimes will ich die Schätze mal aufklauben. Und zwar so ein bisschen Schätze Freestyle-mäßig, weil irgendwie mein Handy-Notes-Addon nicht funktioniert. Und jetzt muss ich aus dem Gedächtnis quasi die Schätze aufmachen. Ne? Das ist immer ein bisschen schwieriger. Aber die meisten weiß ich sogar, wo sie sind. Ne? Das ist ganz gut. Wir haben jetzt halt ein bisschen später in der Nacht. Wir sind jetzt schon ein bisschen dran. Aber ich wollte hier mit meinem Char ein bisschen durchziehen. Deswegen, ja. Weil ich meinen Magar-Org als nächstes leveln will. Und ich möchte erst den einen fertig machen, bevor ich den anderen quasi spiele. Deswegen, ja. Ziehen wir jetzt gut durch mit dem hier. Meine Macht. Warte mal, die Quest habe ich angenommen, ne? Ja. Oh, ich habe im Thron habe ich die eine Quest nicht gemacht. Das Gute ist, ich habe jetzt auch noch ein paar von den Schätzen über, die ich noch holen kann. Und dann muss ich mal gucken, was ich zwischenrein mache. Ob ich dann noch ein bisschen queste oder inwieweit ich dann was anderes mache. Weil spät in der Nacht dauern halt die Instanz-Queues schon ein bisschen länger, wenn du nicht gerade das Glück hast, dass du mit Leuten weiter queuen kannst, ne? Warum kann ich den denn nicht hitten? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt. Ich habe sogar immer noch das Makro drin von dem Dingsfeiertag, wo man hier den EP-Bonus gekriegt hat und dass ich es nicht vergimmt, habe ich mir das so auf Makro gebindet und quasi alle paar Sekunden... Das kann ich jetzt eigentlich mal rausschmeißen, ne? Komm. Das schmeißen wir raus, das Makro. Ja, das Feuerwerk, wo ich es dann in Stratholm verkackt habe und die Quest abgegeben habe, ohne das drin zu haben. Das ärgert mich noch. Ja, ja. Ach ja. Ne, der Heiler heilt wirklich. Das freut mich sogar. Zusammen haben wir versagt. Aber du merkst, dass es jetzt ein bisschen langsamer geht wieder, ne? Mit den Leveln. Jetzt hast du nicht mehr 4-5 Level an einer Stunde, sondern halt eher so 2-3, ne? Also das geht schon runter. Ah, ich sollte vielleicht auch meine Standarten stellen, fällt mir gerade auf, ne? Die wollte ich ja auch noch. Das wäre jetzt auch noch gut. Von den Mobs müssen wir weggehen, kurz bevor sie sterben, weil die explodieren alle. Jetzt mal ein bisschen weg. Dann gibt's gut Damage. Aber schau mal, die großen Elite bringen hier 200 EP nur, ne? Plus Statue, plus allem. Das ist echt wenig. Wenn du jetzt überlegst, da in Dings drüben, ne? In BC hast du halt 2000 für Elite. 2,5 oder so sogar. Ach shit, ich bin Kacknoob und wurde geeisfalt. Okay. Oha. Du sammelst die. Ich sammel die. Ich hab. Leute, ich wurde nochmal erwischt. Komm, jetzt müssen wir mal Hand. Sogar Hand der Freiheit geht nicht. Ja, ihr könnt ja schon mal mit dem Trash anfangen. Dann schenke ich mir was ein. Es scheint gerade nicht besser zu werden. Gucken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gucken, ich denke mal, so 2-3 Level werden wir noch schaffen. Heute dann haben wir auch gut was gepackt und morgen dann MOP fertig machen und vielleicht auch durch Ding schon durchratschen. Ne? Dann ist der Char eigentlich schon fast auf Max-Level. Ne? Ja, du merkst schon, dass es echt zügig geht. Hier, Anti, wolltest du dir noch einen Char dann mitbasteln, sobald ich meinen Magar-Org spiele? Ja, maybe Healmonk fehlt noch, ne? Mhm. Ich habe mir ja meinen Monk schon erstellt und habe den jetzt schon 3 Buffs hochgesteckt, ne? Mhm. Also, mal gucken. Morgen kann ich wieder einen stacken. Ich werde den halt jetzt relativ zügig hochbasten, ne? Ich denk mal, wenn ich jetzt nur so auf, ja, gut, 2-3 Level... Die Woche jetzt kann ich aber nicht, also die kommen jetzt. Ja, ich werde ihn... frühestens werde ich den Dings am Ding spielen, nächste Woche Samstag. Das allerfrühestens, ne? Ja, mal gucken. Kann ich wieder. Weil nächste Woche muss ich dann auch wieder raiden und so, also nächste ID zumindest. Vorher sicher nicht. Vielleicht hast du Ahnung von Aktien.
Ja, Ahnung ist übertrieben, aber, ne? Ja, Ahnung würde ich jetzt nicht von mir behaupten, aber ein bisschen. Auf jeden Fall, wie es läuft. Ja. Würdest du sagen, dass es Normalität ist, Aktien bei sich zu Hause rumliegen zu haben, wenn man welche hat? Ja. Also ich denke nicht und ich kann von mir sprechen, ich habe die halt im Depot, ne? Und das sind halt bei der Bank quasi, die werden da verwaltet. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit denen auch zu Hause machen sollte. Das Einzige, was passieren kann, dass du sie halt, ne, verlierst oder dass sie dir gestohlen werden. Also ich sehe keinen Mehrwert, die zu Hause zu haben. Ich habe die halt quasi in so einem Aktiendepot. Ja. Hab so Aktienfonds halt. Aber wisst ihr jetzt nicht, kann man sicher machen, ne? Aber. Warum? Macht es Sinn, Aktien, die Frage alleine schon, teuer zu kaufen und irgendwann früher, oder billiger zu verkaufen? Also angenommen, du kaufst teuer ein und verkaufst billiger. Würdest du sagen, da hat man Plus gemacht? Das ist schon die Frage, aber ich will eine Antwort drauf haben. Es gibt halt eine Person, die behauptet das. Naja, das Einzige, was Sinn machen würde, wenn du sie verkaufst, um noch mehr Verlust zu vermeiden, weißt du? Wenn du weißt, der Kurs fällt noch weiter. Okay. Aber da muss man ja keine Ahnung von Aktien oder von irgendwas haben, sondern das ist ja Menschenverstand. Also das Gleiche, wenn du irgendwas einkaufst, ja, für den Preis X und es dann verkaufst für den Preis Y, der niedriger ist, dann hast du Verlust gemacht. Das ist ja, denke ich mal, so. Ja, am Auktionshaus, ja. Wenn du einen stinkenden Fisch für 500 Gold kaufst und dir dann überlegst, scheiße, ich brauch gar keinen stinkenden Fisch und ihn für 400 Gold wieder verkaufst, dann hast du halt 100 Gold minus gemacht, ne? Ja. Wenn du jetzt aber weißt, scheiße, der stinkende Fisch ist nur 2 Gold wert und ich würde ihn eigentlich nur für 2 Gold verkaufen, der Noobzocker ihn aber für 400 gekauft hast, dann hast du halt zwar trotzdem Verlust gemacht, aber du hättest noch mehr Verlust gemacht, wenn du ihn halt, ne, nur für 2 Gold verkauft hättest, den stinkenden Fisch. So funktioniert das, ja. Ey, grüß dich. Warum, mit wem diskutierst du über Aktien? Nee, wir haben, also Lexi und ich haben Vorwurf bekommen, dass wir davon keine Ahnung haben. Ja. Weil wir gesagt haben, dass es einfach keinen Sinn macht, wenn du dir eine Aktie holst und die Wochen oder ein paar Monate später, obwohl du weißt, dass es fallen könnte, billig verkaufst. Und dass es auch nicht wirklich Sinn macht, die Aktien bei sich zu Hause zu horten. Also kann man machen, klar, aber... Es ist halt genauso wie Geld bei sich zu Hause rumzuliegen, ne? Ob du zu Hause kannst du halt geklaut werden, aber der Bank halt prinzipiell nicht. Die Lexi ist komplett ausgerastet. Das Einzige, was du machen kannst, es gibt Leute, die kaufen kurz bevor eine Dividendenausschüttung ist, quasi die Aktien, um die Dividende wieder mitzunehmen und sie dann sofort wieder abzustoßen, um quasi einfach nur die Dividende abzugreifen. Aber wie gesagt, ich bin weit davon weg, dass ich irgendeine Ahnung von großartig Aktien habe. Ich habe die bei der Bank quasi und die Aktienfonds und das wird darüber gemacht. Mein Vater arbeitet halt bei der Bank, der kennt sich da aus, der macht das für mich. Ja? Also wirklich Ahnung, würde ich nicht behaupten, dass ich das habe. Hast du Siemens-Aktien? Du, ich kann dir gar nicht sagen, was für Aktien alles in dem Fonds drin ist. Ich habe 3 Aktienfonds und ich habe ehrlich gesagt keine einzige Ahnung, was da drin ist. Damit beschäftige ich mich aber auch ehrlich gesagt eher weniger. Man könnte da natürlich jetzt immer auch gucken, das ist halt sehr gestreut, ne, wie es halt bei so Fonds ist. Ne? Verschiedene Risikoeinstufungen habe ich da und ich könnte das nachschauen. Ich habe da ewig viel Papierzeug, da siehst du auch, wie die steigen und sinken und hin und her. Aber eigentlich ist mir das auch wurscht, was da für Firmen drin sind. Ne? Es gibt ja so Leute, die dann nur irgendwelche ökologischen nehmen oder sowas. Aber das ist mir vollkommen egal. Ja? Wenn das Zeug ein bisschen Plus macht, ist gut, ja? Und fertig ist. Also das ist mir wurscht, auch wenn ich da die letzten Drecksfirmen drin habe. Das ist, ja... Das ist... Du, also ich sag mal so, dass bei der Firma vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt, ja, aber ich glaube, es gibt deutlich noch schlimmere Unternehmen als Siemens, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Also es geht halt immer schlimmer, wenn du irgendwelchen hier Piraten dein Geld gibst, dann bist du, glaube ich, vielleicht noch irgendwie in Somalia, den die Schiffe kapern, weiß nicht, ob die Aktien haben, wahrscheinlich eher nicht, aber also, schlimmer geht halt immer, ne? Für die Wohl-Aktien, Nutella, Leopardpanzer. Ja, du, warum nicht? Wieso kein Sub-Button? Weil ich kein Twitch-Partner bin. Ich bin am Ding-Streamen, am Multistreamen, quasi auf YouTube und auf Twitch. Und deswegen kannst du da gar nicht Partner werden bei Twitch.
wenn du auf beiden Plattformen streamst. Weil die wollen das nicht, weißt du? Twitch mache ich halt nur so nebenbei, weil ein paar Leute habe ich halt, die auch über Twitch gucken, ne? Aber, ja. Die meisten schauen halt über YouTube, weil ich halt auf YouTube auch ja, ziemlich aktiv Videos, technisch was am Basteln bin. Secret Mount wurde gelöst. Echt? Ja, Peter hat mich gerade einen Link geschickt. Dann könnte ich es mir nachher doch mal anschauen. Eigentlich wollte ich jetzt dann in die Haier gehen, aber gut, okay. War nicht schlecht. Muss man viel für machen oder geht das relativ zügig? Hm? Ob das zügig geht oder ob man viel für machen muss? Keine Ahnung, ich hab den Link geklickt. Weil ich. Okay. Essen geht wohl. Es ging aber. Das ging jetzt doch schon zügig, ne? Ja. Na, halt mal schauen. Naja, die Folge mache ich auf jeden Fall nur fertig und dann können wir ja gucken. Was da so los ist. Was da so los ist. Was für ein Mond? Ach, hier, diese Qualle ist es doch, ne? Also, oder diese, oder dieses Gehirn, besser gesagt. So eine Mischung. So eine Mischung ist das. Da, wo mehrere Leute drauf rein können? Das war zumindest in der Beta so. Mal gucken, ob das immer, also ob das jetzt immer noch so ist, das weiß ich gar nicht genau. Die haben ja mehrere Sachen geändert, was. Mal gucken, ob ich schneller den Endboss legen hier. Ja, ein bisschen nervig, der Endboss, ne? Ja. Alle Leute sogar richtig gesprungen, ich bin stolz drauf. Mal keine totalen Retards dabei. Hör auf, Alter. Also ein Random dabei, der nicht im TS ist. Erstmal durchlaufen. Ja, aber weißt du, ich verstehe diese Leute immer nicht, ne? Das sind ja meistens nicht die Tanks, weil ich spiele eigentlich immer Tank, ne? Das sind das Gamble, die das Geld. Und du, also im Prinzip, wenn du ein DD bist, dann spielst du da so, dass du eigentlich dem Tank hinterherläufst und da drauf haust, wo der Tank draufhaut. Weil, ne, wenn ich auf was drauf hau oder der Tank nicht drauf haut, dann ist meistens schlecht für mich. Und der Heiler läuft da auch meistens dem Tank hinterher. Also müsste man doch meinen, wenn alle Leute dem Tank hinterherlaufen, der Tank runterspringt, dass eigentlich nichts schief gehen kann, ne? Aber naja, weit gefehlt anscheinend. Weit gefehlt. Vor allem, ich bin ja auch so, dass ich immer schnell nach vorne bin, ne? Es ist ja meistens nicht so, dass ich der Letzte bin, der ankommt. Und, naja. Ja, bei uns ist das ein bisschen anders. Lexi ist immer Letzter. Okay. Ja, es gibt Leute, die. Ja, gut, wenn du halt noch 5 Stunden lootest und so, das ist halt immer dann. Ja, immer das. Hier ist es halt so eine Sache, du darfst dich halt nicht zu weit nach außen drängen lassen, sonst addest du, ne, wenn es blöd läuft. Aber wir haben jetzt. Ah, der Shami, der zieht halt auch schön HT beim Endboss, das freut mich halt, ne? Der Typ ist ja krank, ey. Was ist krank? Der Typ ist krank. Wer? Wir hätten aber auch eine gute Kombo zum Leveln. Ja, die Rangers müssen eigentlich diese komischen Orb-Dinger hier kaputt machen. Ich hab'n Disconnect. Lul. Und schon geht unsere Damage dahin hier. Ja, wenn ich einmal da bin. Gerade zum Low-Level spielen kann jeder. Ja, außer du. Haben sie da wieder 2 Runden, ne? Also unser Rekord bei dem Boss lag bei, was waren das, 46 Sekunden? Ich kann's besser wie du spielen, den Rennen. Ja. Ich sag nur Kingsfest. Ach, der Scheiße. Ey, es geht wieder los. Ja, was seht ihr? Kriegen sich die kleinen Kinder jetzt wieder in die Haare? Worum geht's eigentlich? Wer kann das besser spielen? Ich weiß auch nicht. Bin ich 85, na wunderbar. Geil, jetzt habe ich die Abschluss-EP nicht bekommen. Ach komm. Doch, die hast du doch gekriegt, oder? Die kriegst du eigentlich immer, auch wenn du Disconnect hast. Nein, ich bin immer auf 3. Ach komm. Ehre. Verdient. Ehre. Verdient. Lizard. Wenn ich wenigstens mal einen aufkratze. Jetzt gibt es viel zu tun. Nur soll ich nur sagen, ich glaube, das liegt daran, dass weil Reek sich abgelenkt hat. Ja, ja, Reek hat wie sieht's. Warte mal, unser vierter Mann, wie sieht's da aus? Gleich Level up. Okay. Ich die ganze Quest hier abgegeben. Was bin ich für ein Opfer, Alter? Das gibt's eigentlich nicht. Schön, so Scheiße. Kannst ja die Dings kannst du nächste mit. Weiß ich, wie Reek sich fühlt. Oh. Weißt du, ich sag jetzt einfach mal, der Klügere gibt nach und das bin sicherlich ich. Bist du dir sicher? Aber das also bist du jetzt immer betont, ne? Ja.
Kennst du den Spruch, derjenige, der wirklich der König ist, muss nicht sagen, dass er der König ist? Ja. Was meinst du, wie soll ich es nicht sagen? Jetzt kommt der aus dem hintersten Loch gekrochen. Gottkönig, bitte. Wer ist denn das, wo der gerade geredet hat? Oh, jetzt will er deinen Namen, ne? Der wird gleich gemeldet. Name, Adresse, Hausnummer. Ist es der krasse Hexenmeister? Ach, da ist es. Schau, ich hab's gefunden, das Ding. Hier. Hier unten. Der ist wieder 47.000, ne? Das ist natürlich schon ordentlich, ein Holz. Wer von euch? Hä? Ich bin hier nicht. Hey, bei mir bist du offline. Bei mir sind alle offline. Ach, komm. Deshalb, please. Nee, du bist doch online. Also, es passt. Passt. Wir sind auch noch in der Queue. Bei mir zeigt's bei euch an, dass wir alle drei offline sind. Ja, deswegen kriegen wir auch einen Proc, ne? Weil wir alle drei offline sind. Ja, es zeigt bei mir halt so an. Kann ich nichts dafür. Wird halt hier am Band verarscht von Blizzard. Ah, nice, die waren wir auch noch nicht. Nice one, gibt's wieder ein paar mehr Quests. An dieses Add-on, wo man die Quests automatisch annimmt, da muss ich mir erstmal noch dran gewöhnen. Wie heißt denn das? Ist das gerade in der Rollen, oder? Da gibt's mehrere, die das machen. Ich habe halt ein Add-on, das nennt sich Leatrix Plus. Da hast du halt einige Sachen, die automatisiert werden können. Unter anderem Reds halt annehmen und sowas, ne? Und Port nimmt das automatisch an und... Das finde ich ganz gut eigentlich. Oder bei Mauern, dass du nämlich schalten musst. Ich glaube, das tut auch Auto Grausachen weg, aber da habe ich sogar ein anderes Addon für. Hast du gerade gesagt, Auto schalten? Du meinst Automatik beim Auto oder was? Ja, muss ich beim Mauern nämlich schalten. Naja, das muss ich auch so nicht. Bei mir gibt es nur einen Gang und der heißt Turbo nach vorne. Ja. Habt ihr jetzt echt diesen scheiß neutralen Dings hier gepult? Weh, ihr haut jetzt auf die Fässer drauf, ne? Was passiert da? Ja, macht's Bumm und wir kriegen dann alle gestunt. Soll ich mal ausprobieren jetzt? Das kannst du selber machen. Ich mach jetzt erstmal die Bücher hier auf. DJ. So, jetzt können wir hier. Oh shit. Okay. Hatten halt. Ist so blöd, dass ihr da unten jetzt raufgehauen oder was? Ja, ist. Komm lieber her und mach die Affen hier mit. Ah. Aggro. Er kommt zusammen mit den ganzen Affen. Ah, thanks. Einfach hier reinbomben in den großen Haufen. Was machst du denn da hinten? Was? Ist das der Heiler, der auf dem Fass? Ja, ist gar nicht so blöd hier. Die bringen halt auch nichts mehr an EP, ne? 100. Gut, das sind so kleine Gammelaffen. Nehm auch mal die Fässer und schmeiß die in den Boss rein, dann kriegst du... Göttlich. Dann gibt's mehr Damage. Warte mal, jetzt muss ich meinen anderen Char wieder queuen. Hier, wenn die Fässer in der Nähe sind, einfach aufsteigen und in den Boss rein. Kriegt ihr hier so einen Debuff. Dann kommt wieder die Webcam. Ja, vielleicht morgen mal gucken. Beim Webcam, oh. Ups, die haben ja den Boss angefragt, ich habe irgendeinen Mitspieler angefahren. Das ist ein Mitspieler angefahren. Okay. Mhm. Dann gleich mal die Versicherung einschalten hier, ob das abgedeckt wird. Ja, nice, jetzt ganz am Ende, wo es schon eigentlich wurscht ist. One-Shot. Kann man hier draußen auch mounten? Nein, das war das Stinkpony. Oh. Wenn ich dir jetzt erzählt habe, wie kann man aufmounten, jetzt wahrscheinlich 5 Minuten versucht und dann geht es, ne? Geht das nicht. Weißt du? Ja. Das war nur eine allgemeine Frage. Okay. Weißt du, es gibt keine dummen Fragen. Doch, gibt es. Definitiv. Du solltest es eigentlich wissen. Lol. Spaß. Nimm die Hammer hier mal mit und hämmert sie weg. It's Hammer Time. Ich muss zuerst etwas. Oh, dieses Cringe-Level steckt schon wieder. Ich hasse das. Irgendwie ist das manchmal hier buggy und das Ding geht gar nicht auf.
Muss nur motzen, dann geht es. Einfach nur motzen. An dem Bus hat Wies ganz schlechte Erinnerung. Welcher? Komische Shatling heißen die Viecher, ne? Man muss schon wissen, wie die Viecher genau, wie heißen. Shatling. Sind das? Die Ratten. Ja, wurde schon mal Heiler abgezogen, Schaden. Hütet euch. Er hat sogar sein Erdele gezogen. Gar nicht so verkehrt. Das ist noch nicht bereit. Na stimmt, wir könnten ein bisschen reinhämmern. Hab genug Stacks. Wieder down. Jetzt kommst du da doch einigermaßen gut durch, so, ne? Ich, Garmon, werde uns retten. Ich muss näher ran. Die da mit unserem Elementar. Die kannst du eigentlich mit hochziehen, die Viecher. Das ist immer so 50-50. Eine gute Gruppe hast, geht das. Einfach mit hochlaufen. Ganzen Klump kannst du mitziehen. Kannst du da drin schon mal triggern und dann wieder raus. Ja, ja, so nah. Es zieht sich mal ein bisschen, bis das alles triggert. Ja, schau mal, die können wir. Jetzt wird's hart. Jetzt müsst ihr CDs ziehen und die umzuboxen alle. Die Box dazu. Alles rein da. Es geht, wenn du einen guten Heiler hast und CDs, die ein bisschen Damage machen, dann kannst du alles. Mhm. Haben wir eigentlich alle Mobs nach dem Boss zusammengepult. Aber das ist ja nicht der Boss, das ist halt nur dieses Event vorm Boss. Ja, wir hatten vorhin auch den Tank mehr und der Ela hat einfach getankt. Ja, gut. Why not, ne? Ja. Wunderbar. Na komm raus. Oder hier. Was sagst du, Reese? Hm? Ging doch gut, der Ele vorhin, wa? Der war richtig gut. Besser als so manch anderer, I think. Der auch noch. Der jetzt. Warte mal, ich bin. Warum bin ich jetzt gesleept? Scheiße. Bewegen, glaube ich. Ne? Ja, ich wollte die gerade da hinten rausziehen, weil der eine nicht LOS ist und dann anscheinend zu lange auf der Stelle gestanden. Da kommt das Link-Totem? Ja, das Link-Totem war gut. Das ist noch nicht bereit. Normalerweise hüpfe ich ja auch viel rum. Aber wenn du versuchst, die Mobs zu LOS, dann musst du ein bisschen hinter die Tür gehen. Wir können dahinter laufen, ja, der eine läuft schon hin. Schieße mal an. Einfach hier stehen bleiben, die kommen dann alle zusammen. Ja, jetzt stehen sie zumindest einigermaßen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ja, der Mastan ist gut, weil die heilen sich halt immer sonst. Wenn man sich zwischen die Strahlen reinstellt, dann wird man halt selber geheilt, ne? Das ist halt auch ganz praktisch. Schau mal, die bringen jetzt wieder mehr, ne? Obwohl, das sind sogar auch Elite-Mobs, ne? Sehe ich gerade. Ich habe kein Ziel. Ja, ja, ja. Nein. Jetzt kommt Paprika. Nein, nein, nein. Ja, nein. Paprika. Siehste, da ist die Paprika. Keine Scheiße auswendig. Ja, der sagt immer, nein, ja, nein, 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 ja, Paprika, keine Ahnung, warum? Weil ich glaube, der braut da so ein Gebräu zusammen, haut ins Bier Paprika rein, also das nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot, aber gut. Nee. Oder nach dem bayerischen Reinheitsgebot, ne, das ist ja hier. Ja, ihr schmeckt ja alles mögliche rein, was ihr findet, ne? Ja, ich bin eh kein Biertrinker von dem her, mir ist das relativ egal, was da reinkommt. Ah, Hilfe! Was ist das für ein Ding? Ich trinke nur harte Sachen. Robbie Bubble und so ein Mist. Mhm.
muss man abkönnen, ne? Das ist jetzt nicht für schwache Nerven, das ist klar. Da bist du nach dem Gläschen aber auch ordentlich bedient. Absolut. Auf dich wieder bewegen. Wenn ich mir den letzten, oder den einen Stream so anschaue, wo du ein bisschen was getrunken hast. Was ich? Da wird Robbie Bubble, glaube ich, wirklich reichen bei dir. Bei mir? Ich dachte, den einen 24-Stunden-Stream kann man nicht angucken. Kann man nicht? Ja. Nö. Weil das zu lang war, das hat gebuggt auf einmal. Da hat YouTube irgendwie nicht mitgemacht. Nee, ist der nicht mehr online? Den konntest du, glaube ich, nie angucken im Nachhinein. Ich hab den nie runtergenommen oder irgendwas, aber der hat halt gebuggt, weil das zu lang war, weil das halt. Oh, auf Twitch oder so. Ich weiß gar nicht, aber auf Twitch sind die ja nach 3 Monaten, glaube ich, weg, die Sachen, ne? Auf Twitch, glaube ich, könnte das sein, ja, dass das gucken kannst, aber auf YouTube hat's rumgespackt, weil das die Videodatei zu lang ist, da ging das nicht. War aber lustig. Da den Strahl mal absaugen, ja, jetzt stehe ich drin. Der Dill hält halt einfach ultimativ viel aus, das ist halt so krass. Das ist auch in den Inseln, ne? Du pullst so viel zusammen, dass du instant tot bist, wenn du irgendwo stehst. Das Erdele wird gepoppt, das juckt das Ding nicht. Das tankt einfach alles weg. Was wohlst denn du da die ganze Zeit rum? Weeks, ne? Also, so ein Tipp fürs Leben. Muten, ja. Dann rumwuhlen. Das ist normal, das lernt er nicht. Ist möglich? Abschluss-EP. Ja, das könnte man machen, aber das habe ich ja damals auch nicht dran gedacht, als ich den 24-Stunden-Stream gemacht habe. Ich habe das in einem Dingsen. Aber gut, so viel hat man da jetzt auch nicht verpasst. Gar nicht viel. Du krieg erstmal dein Rauschen in den Griff, dann reden wir weiter, mein lieber Freund, ne? Hier, Mr. Knurpsel. Na, lachen und Schlamm. Die Bremen-Schlange soll sein. Tom, du ja. Bist mal still. Mhm. Haben wir uns einen Namen gemerkt, Riggs? Oh. Uha. Du kleine Brillenschlange. Warte mal, das war jetzt das härteste, was du als so Konter hattest? Brillenschlange? Nö, okay. Ich finde das noch lustig. Nee, schwacher Anfang, so. Dann stark nachlassen. Du fängst gar nicht an. Ich würde sagen, alle drei Käse hochhalten jetzt mal die Backen. Ja. Bett lieb. Das könnte ich ja gemein sein, sagen, Antje, hast du mir nicht gerade nicht gehört? Was nochmal? Ich hab gesagt, ich könnte jetzt gemein sein und sagen, Antje, hast du mich gerade nicht verstanden? Achso. Aber du bist schon 4 Käse hoch, ne? Ja. Auf jeden Fall größer. Wie groß bist du denn? Reden wir jetzt von der körperlichen Größe? Ja, oh, lass. Oder von der geistigen. Nee, ich bin 1,85. Aber das müsstest du, glaube ich, eigentlich wissen. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt. 1,90 war es nicht, ne? Nee, ich habe doch gesagt, 1,85 bin ich. Ach, 85. Rix, wie groß bist du? 1,69. Oha. Oh, du wächst ja noch, oder? Ja. Dann. Vielleicht nur 2-3 Zentimeter. Anti, wie groß warst du? 1,83. Naja. Ich habe kein Ziel. Passt ja. Reicht. 1,90 aufwärts möchte ich ehrlich gesagt nicht sein. Ich sehe das bei meinen Brüdern. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Warte mal, wie ist denn jetzt der eine abgeraucht? Die ganzen Mobs musst du nicht machen. Du kannst direkt bis zum Aufzug laufen und dann hochfahren. Du musst hier keinen einzigen Mob machen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ach, der ist durch Falling gestorben. Ernsthaft? Hier im Chat, ich hab ein Add-on, ne? Hey, wo kannst du da runterfahren?
Ich habe keine Ahnung, wie der darunter gefallen ist, aber er ist irgendwo durch Fallen gestorben. Also die müssten wir eigentlich alle nicht machen, wenn wir mit dem Aufzug hochfahren. Das Problem ist, der eine ist jetzt am Anfang der Instanz und wenn ich jetzt hochfahre, dann, ja. Jetzt resettet der eine. Warte, wir machen den Boss ohne den. Bist du da ran? Na. Der eine drückt schon den Hebel. Genie da unten. Warum nicht? Ich. Wollen wir jetzt ohne den machen, den Boss? Ja, der Boss kann ja nix. Weit ist denn der jetzt noch weg? Ach, okay, jetzt haben wir eh. Weiß nicht, ob du das Ding runterlassen kannst, während der Bossfight ist. Also ich hab's echt noch nie gesehen, dass hier einer durch Falling gestorben ist, ne? Ist einfach runtergefallen. Aber wo vor allem? Da ist er eigentlich über. Ja, steht heute bei mir im Chat. Vielleicht Failing. Bailey, ja, das ist eigentlich ein Synonym dafür. Ja, aber selbst wenn du es drauf anlegst, ne? Wenn ich mir das so anschaue, ne, was ihr für ein Damage macht auf den Boss, ne? Dann frage ich mich, warum wir an dem Boss 5 Minuten stehen. Wir sind gerade auch nur zu fit, ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Na, alles aber, aber der ist halt kacke, auf den machst du halt gar keinen Damage. Den ersten haben wir ziemlich umgebrezelt, der ging schnell. Aber der hier ist halt immer schon, vor allem wenn du nur Milis hast. Das ist halt kacke. Mhm. Das macht halt auch was aus. Also erstmal klar, wer die Idee ist, wie viel Damage die machen. Wenn der Tank dann noch mehr macht als der 0815 Tank und der Heiler noch mit drauf Damage, dann bist du natürlich schneller, ne? Hast du quasi in DD nochmal mehr. Kannst du den denn nicht erwischen hier? Apropos Heiler und Damage. Die Feral-Affinität beim Resto, ne? Die knallt im Moment ja richtig rein. Ja, die ist gut, auf jeden Fall. Also vorhin zum Beispiel, ich glaube bei jedem zweiten Boss immer erster gewesen im Schaden. Kannst du gut bursten auch mit, ja. Ja, das geht gut. Aber die war schon mal besser als es noch, Dann ziehst du es auch mit Anregen, ne? Dann ist alles schick. Warte mal, kannst du mit Anregen durchballern? Ja. Echt, okay. Ja. Lol. Kannst du. Hast du dann keine Energiekosten oder was? Ja, richtig. Echt, lol, das wusste ich nicht. Okay. Ich bin einfach durch. 12 Sekunden. Okay, das ist hart, weil der Feral hat ja eigentlich immer ewig Downtime. Wie gesagt, Heiler-Druide, ne? Und dann die Feral-Affinität, da hast du halt noch ein bisschen weniger. Mhm. Aber mit Anregen läuft's. Okay, das habe ich echt noch nie gehört, dass du mit Anregen. Das ist ja echt cool, habe ich noch gar nicht. Hätte jetzt nicht gedacht, dachte nur Mana kosten. Wir haben das mal so gemacht. Runtergesprungen, ne? Ich hab Anregen gezogen, wie gesagt, mir dann, wenn meins ausgelaufen ist, gleich das nächste gegeben. LOL. Okay, dann glaube ich. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das gehen würde. Hm. Bin jetzt schon voll, oder? Vollständig hier. Müsst ihr gucken, vor dem Boss weg, der klieft da so ein bisschen. Er kommt halt erst an, als die ganzen Mobs alle tot sind, ne? Ja, ich muss mir nur kurz das Cinematic angucken. Ach ja, der feine Herr guckt Cinematic an. Aha. Was soll den Leuten verkehrt? Mein Maus war auf einmal weg, ich konnte es nicht weglegen. Ist die verschwunden? War die auf einmal nicht mal am PC, oder? Ist das so wie bei diesem einen Meme, wo der hier der Alte seinen Desktop einmal, seinen PC einmal in den Mülleimer schmeißt und verschwindet auf einmal der PC? So war das bei dir etwa, oder? Okay, I see. Eigentlich ist das eine der schnellsten Innis, die finde ich ganz gut. Tote untergehen, Sonne. Kann man einen Joke raushauen? Ja, hau raus. Du meinst ja gerade IC, ne? Ja. Jetzt pass auf. Wir nicht IC Veins. Bist so krass, ne? Also. Der war gut. Ist schon nice, dass ich dich kennen darf, ne? Das ist schon. Was? Ja. Das ist schon ein geiler Typ, ja? Definitiv. Schon ein bisschen eine Ehre, dich zu kennen. Wir sind hier auf dem Dings drauf, auf dem. Ja, super, ich komm wieder nicht rauf, oder? Ja, ich darf auch nicht. Sind schon wahrscheinlich zu viele oben. Nee, lässt er nicht. Bei dem Boss handelt es sich übrigens um Black. Ja, ich halt einen Stealth. Oh, ich komm da. Darf nicht hoch. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Haut er den Panzer da oben mal? Ja, hat geklappt. Okay, wunderbar. Darf leider nicht mitspielen beim Panzer-Game.
Aber auch nicht mit Marderer. Oh. Ganz viel Liebe. Naja. Da geht er down. Oh, Level up. So, haben wir noch ein paar Quests da hinten? Ja, 86 sind wir schon mal. Wunderbar. Wir sind stets wachsam. Brauche ich nicht. Die Mauer darf nicht fallen. Wir sind die Wächter auf der Mauer. Habt ihr jetzt das Bärendings draußen gefunden? Weil ich war jetzt da direkt davor gestanden, ne? Bei mir war da nichts. Dieser Schatz, ne? Neben dem Baum, meinst du? Ja, genau. Nee, da war nix. Da war nix. Vielleicht jeder seinen eigenen Schatz. Also ich weiß, dass der immer irgendwie an einer anderen Stelle spawnt. Einer meinte mal, das hängt von der Klasse ab. Das kann natürlich auch sein. Oder wenn einer aufhebt, dass er dann an einer anderen Stelle. Du musst einfach um diesen Baum rumfliegen. Und irgendwo an verschiedenen Stellen kann das Ding spawnen. Das ist teilweise ein bisschen komisch. Ich bin mal kurz pissen. Jo. What? War abgemountet. Geil. Und hier der Schatz, der jetzt hier ist, teilweise auch woanders, beziehungsweise buggt rum. Manche können ihn auch nicht aufmachen. Also mit manchen Charts konnte ich ihn aufmachen, mit manchen nicht, ne? Das ist teilweise ein bisschen komisch. Mal gucken, wie es jetzt mit dem gleich aussieht. Hier sind eh diese Gammelmobs drin, die immer einen auf 1% live bringen. Er ist eigentlich immer in einem von diesen Zacken hier drin. Mischer Schatz. Ihr stirbt, ja, das ist dieser Wix-Ding. Ich habe kein Ziel. Nee. Einmal da hinten. Eigentlich ist er in einem von diesen Zacken drin. Mit manchen ist er an einer anderen Stelle, warum auch immer. Mit manchen Chars. Egal. Warte mal, fliegen wir wegen ihm jetzt aus der Queue raus? Kann das sein? Ah, ne. Oh nein, nicht schon wieder der Laden. Der dauert halt relativ lang im Verhältnis. Brüder, beseitigt diese unverschämten Außenseiter. Die Shadowpan. Ach so, der Erfolg leuchten. Ja klar, den brauche ich auch noch. Wie geht der? Das ist doch der. Warte mal, der fehlt mir nämlich tatsächlich noch. Der ist doch hier unter Spieler gegen Spieler und dann Welt, ne? Der hier. Oder das große Leuchten, so heißt es. Ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ist der in einer von diesen Invasionen? Kann das sein? Down? Buggy? Ja, musst den einen Mob, glaube ich, killen, dann kannst du die anderen batschen. Ja, irgendwie heilen sich die immer wieder. Lass einfach hier weiter, lass einfach zum Boss. Kann ja da mitziehen, den Käse. Lass mich Platz für unsere Gäste schaffen. Ich habe kein Ziel. Kommt, euer Tod erwartet euch. Der, okay, in welchem Gebiet ist denn der Übergriff im Moment? Nasmir, okay. Ich brauche ein Ziel. Irgendwie. Komm halt auch nicht aus dem Combat raus. Wollen wir da nochmal hingehen? Irgendwie buggt das, kann das sein? Die kriegen irgendwie kein Damage. Das ist noch nicht. Bastan hat auch nicht funktioniert. Ne, jetzt kriegen sie aber anscheinend Damage. Jetzt können wir so langsam weghauen. Also. Nee, ich hab jetzt die ganze Zeit getwinkt, ne? Also ich habe jetzt da in Nasmir noch gar nichts gemacht. Große Leuchte fehlt mir dann tatsächlich noch und der Quest, Moment. Aber ich muss es dann eh wieder auf beiden machen, Allianz und Horde, ne? Achso, und hier ist auch noch mal einer in Nasmir, genau, da ist auch noch mal einer. Eine Quest buggt, aber da kann man die Kisten nicht looten. Auf Vorderseite. Aber, achso, okay. Gerade schon zweimal probiert.
Nee, du kannst ruhig spoilern, alles gut. Wenn du weißt, wie die beiden funktionieren, kannst du gerne raushauen. Das werde ich nachher eh machen, ne? Danach werde ich eh zu Inva gehen. Und dann vielleicht mir sogar noch das Rätselmount angucken und dann haue ich mir aber definitiv ins Bett. Ich sehe hier gerade einen in Boralus, der hat das gerade. Das war das Rätselmount? Ja, also man sitzt nicht drauf, man isst das Rätselmount. Ah, okay. Ja, dann werde ich gleich mal gucken. So schnell? Ja gut, wenn es einer rausgefunden hat, dann hat es zumindest schon mal einer fertig gemacht, ne? Ja, gut. Und, ne? Vielleicht ist das gerade der. Das wird bestimmt derjenige sein, ja. Ja, oder es haben halt jetzt schon viele gemacht, wenn das eine schnelle Sache ist, ne? Ja, und das... aber du brauchst, glaub, 5 Leute dafür, mindestens. Okay. Weil du musst ja mit dem Monokel da. Zusammen haben wir versagt. Und du musst noch ein komisches Rätsel machen, was locker 2 Stunden dauert. Erst 2 Stunden. Oho. Oh, doch, du. So. Jammy und so sind 2 Stunden dran gegangen. Okay, ach so, die haben schon die Vorpunkte quasi gemacht, ja, oder wie? Die sind eben immer gleich weitergemacht, wenn man was Nächstes rausgefunden hat. Ah, okay. Na gut, vielleicht mache ich das dann doch morgen erst. Wenn es länger dauert, ich kann mir da mal auf dem Rätselding, da gibt es ja bestimmt noch früher, wir hätten schon einen Post, wenn wir anschauen, wie lange das dauert. Wenn es jetzt ewig dauert, dann mache ich das heute nicht mehr, dann mache ich das morgen. Hocke ich mich da mal ran und mache das frisch. Wenn wir das fertig machen, das ist doch nicht euer Ernst hier. Hier ist mal eingefriest, sonst können wir da eigentlich mal gut durch, aber gut. So 100% vermeiden kannst du es nicht, die fliegen halt runter, ne? Das Druid ist das angenehm. Ja, da kannst du halt mit Shapeshiften, ne? Dann kommst du halt gut durch. Das ist kein Stress. Wegen der Freiheit ist auch komplett useless. Ja, da kommst du damit nicht raus. Ich dachte eigentlich, dass das easy ist, ne? Damit rauskommst, aber das scheint nicht zu gehen. Okay, welche... Da gibt's dann eine Fähigkeit, okay. Okay, das hört sich jetzt nicht so schwer an. Wenn ihr wahrlich ungeschehen machen wollt, was eure Art unserem Land angeht. Okay, 200%. Zunächst hier in unserer Schule beweisen. Zunächst werdet ihr den Initianten gegenübertreten. Okay, das muss ich mir nachher mal angucken, was da genau der Fall ist. Ach so, und da kriegst du den Buff oder wie? Und damit musst du dann 5 Leute töten. Okay, das hört sich jetzt so an, ob man es ganz gut machen könnte. Kann man die Kugel auch noch kriegen, wenn man die World Quest da schon fertig gemacht hat? Oder muss man dann am besten den Schlachtzug machen, dass die World Quest nicht abgeschlossen wird? Mal gucken. Ich bin jetzt erstmal draußen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Jo, ich wünsche euch eine gute Nacht. Mach's gut. Ich wünsche dir keine gute Nacht. Tschüss. Check doch nicht. User disconnected. Dann geht's los, wie auf dem Schulhof, ne? Wirst du heute auf dem Schulhof gemacht? Nö, aber da sind die Töne halt ein bisschen rauer, ne? Mit kleinen Kindern. Ach so? Ich weiß das nicht, ich war nie in der Schule. Das merkt man. Merkt man nicht. Oh. Merkt man. Oh. Warte, wer war das gleich nochmal? Richtige Blackhammer. Ist so, ne? Jo, ich werde das also quasi, wenn wir jetzt hier mit der Folge durch sind, dann werde ich mal zu der Invasion gehen. Dann mache ich die Achievements dort. Dann können wir ja weiter gucken. Ob wir dann nochmal hier weiter basteln, aber die Invasion will ich jetzt schon mitnehmen, ne? Das auf jeden Fall, vor allem wenn es jetzt einige Achievements noch zu machen gibt. Ja, nee, grüß dich. Achso, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du jetzt 80? 81, ja. Ah, dann können wir dich ja danach... Naja gut, je nachdem, ob ich danach noch was mache, mache ich dann die Invasion. Und dann schauen wir mal, je nachdem, wie fett ich da noch bin.
Oder ob ich's Rätsel. Naja, ich dachte mir, also wenn das Rätsel mal jetzt ewig dauert, muss ich da konzentrieren muss, dann mache ich das jetzt nicht mehr, ne? Weil für jetzt High-End-Konzentrierungssachen bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen nicht mehr so ganz fit. Um an die Monokel ranzukommen, musste ich extrem gut konzentrieren. Naja, okay. Dann mache ich das vielleicht morgen. Kann man das vielleicht auch im Stream oder so machen, je nachdem. Mal schauen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mal gucken, wie viele Schätze ich jetzt noch habe. Ein paar sind schon noch, die jetzt noch offen habe. Die will ich auf jeden Fall halt noch mitnehmen. Einfach nur zu blöd, um die Schätze zu finden. Ja, bist du mir da immer jetzt nachgeflogen, oder? Ja, aber vorne, wo mir dann aus der Indie war, wurde schon mir einfach nicht anzeigt. Schon einfach dran, so, dass du offline bist. Was für das Spiel heißt, WoW, World of Warcraft. Müsste aber, glaube ich, auch unten mit in der Dings steht. Lol. Kennt keine Follow- No-Name-Spiel. Ja gut, also ganz ehrlich, World of Tanks. Wenn man das selber nie gespielt hat, dann kennt man es halt auch nicht, ne? World of Warships. ihr dürft nicht von euch nur ausgehen, wisst ihr? Die Schiffe fehlen bloß. Du darfst nicht umdenken. Doch, hier gibt's auch Schiffe, ne? Du baust hier ein Shipyard und dann geht's los. Ja. Ganze auch Schiffsmission hier, ne? Geht's richtig los. Leoninage. Was habt ihr denn den einen da jetzt ins Nirvana gefiert, den einen Mob? Jetzt können wir auch gleich hier unten noch mit pullen, ne? Jetzt ist er auch gleich wurscht. Ja, jetzt wird's dann echt spät, jetzt haben wir gleich viere. Uiuiui, eigentlich, so lange wollte ich eigentlich heute gar nicht machen. Das ist viel. Nee, in einer Minute ist erst. Es ist 1 nach 4. Nee, bei mir ist 59. Ja, das ist auch eine andere Zeitzone. Cheater. Ist auch 1 nach. Ich finde Zeit hier eingestellt. Ja gut, bei meiner PC-Uhr ist auch 1 nach. Wahrscheinlich habe ich Serverzeit. Das ist ein bisschen, man kann ja hier unterscheiden zwischen Dings, Serverzeit und... Also müssen wir mal ein bisschen raus hier. Die kriege ich nicht besser. Hier, soll ich mein Handauflegen drücken oder nicht? Nee, komm, ich spare mein Handauflegen. Von mir aus kann der 81er da nachher meinen Platz haben nach der Inni. Ich glaube, wir haben eh Dingsplätze voll. Den nächsten Spitz. Hm. Jetzt die Inni noch machen ein paar Schätze und dann ist es jetzt erstmal mit der Levelaufnahme zu Ende. Dann mache ich erstmal die Inva und dann können wir gucken, was wir dann noch machen. Dann können wir ja gucken, ob ich dann in die Haier gehe, um hier noch ein bisschen weitermachen oder ob Ding. Aber dann ist es eh weit. Ich denke mal, in der Folge ein Level schaffe ich auf jeden Fall noch. Dann bin ich 87. Dann muss ich das nächste Mal noch 3 Level machen. Dann geht's schon nach WoD und dann ist halt eh easy eigentlich. Heute eh viel geschafft, ne? Von 68 jetzt auf, wahrscheinlich 87 oder so, fast 20 Level. Das ist eigentlich schon. Ja, ich bin heute von 47 auf 85. Ja gut, du hast ja nachmittags nur, los, ich habe ja erst um 9 Uhr angefangen, ne? Was ist das hier rum? Aber ja, vor allem wenn ich mit meinem im AK-Ork den Ruf, die EP vorgesteckt habe, da werde ich wahrscheinlich schon ganz gut durchflitzen können. Ja. Gerade bis 60. Aber muss man mal gucken, wie zügig das dann wirklich geht. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Jetzt muss ich mich mal noch erinnern, wo die letzten paar Dinger waren. Also in der Höhle, wo ich jetzt unterwegs bin, ist auf jeden Fall nur eins. Dann meine ich, eins war noch in so einer Schlucht gelegen. Da bin ich mir aber, wo das genau war, weiß ich nicht mehr.
Dann war noch mal irgendwo eins so auf so einem Zweig und dann haben wir noch eins in der Höhle und unten in diesem anderen Gebiet sind noch zwei oder drei, aber da war, boah, da bin ich mir auch wieder so ein bisschen unsicher, wo die genau rumflacken. Jetzt kommen wir halt gerade ziemlich unkompliziert die Innis durch, das freut mich. Also, das ist eigentlich immer ganz gut. Gern geschehen. Der war nicht schlecht. Muss ich sagen, ja. Hast jemand von sich überzeugt? Wunderbar, das gefällt mir. Antje, du bist genauso irritiert wie ich jetzt gerade, ja, oder? Was ist denn mit ihm, sag mal? Was ist? Boah, es geht doch nicht um dich. Hört mir jetzt erst auf. Hi Leonie. kennt ihr immer das, wenn irgendwelche so Meme-Bilder hast, ne? Mit Chatverläufen, wo dann irgendein Chat kommt und dann postet immer irgendeiner darunter behind the scenes, wo dann einer mit zwei Handys da hockt. Und so kommt mir das auch gerade vor, weißt ja, du? Kennst du das? Nein-Gag. Nein, meistens ein Gag ist das ja richtig. Er hat mich durchschaut. Und die Freundin dann hi. Ah, okay. Das ist aber herzlich, ja? Das ist, hört sich gut an. Haben wir die NTP jetzt schon gekriegt, ja, oder? Ja, 120.000. Das Schar des Hasses hat meinen Körper verlassen. Und das Kloster ebenfalls. Ich danke euch, Freunde. So. Wollen wir noch eine Inni-Queen oder wollen wir jetzt einfach nur noch ein paar Schätze fertig basteln? Ich glaube, so viele sind es nicht mehr. Also, wenn es hier nicht liegt, wollt ihr jetzt nur eine machen. Raus, okay. Ja. Lol, ich habe einen Schatzkunde hier. Yeah. Ich würde eine noch machen, wenn du willst. Ja, dann machen wir noch eine. Eine ist, denke ich mal, noch drin. Schaut mal da hinten nach. Von mir kann der eine jetzt mal Platz haben. Ach komm, weil ich aus der Grube bin, bin ich jetzt anders gefaced und jetzt ist der Schatz weg. Ach komm. Ja, das kann schon sein. Ach komm. Das ist halt immer, auf welchem Server du bist. Oh mein Gott, bist du hier weggeslowt. Manchmal liegt da auch, hier der eine, der liegt manchmal auch hier hinten drin. Aber in der Höhle ist er manchmal gar nicht da, hab ich bis jetzt auch schon gesehen. Achso, warte mal, soll ich dich einladen? Jo, warte. Lade dich mal noch in die Gruppe ein. Ah, schau mal, hier ist er. Oh, aber den darfst du nicht anhauen, weil der haut richtig raus. Ja, nochmal 50.000, okay, das hat sich doch rentiert. Okay, ist das nicht so? Achso. Ah gut, das kann ja jeder sich mal verschreiben. Ja, klar. 30 Mal. Du meinst nach der Verbesserung? Naja, gut, okay. Naja. Ist halt, ne, schwierig. Wo ist der Hannes eigentlich? Es ist Lenk. Der war vorher da und hat uns einen scheiß Tipp gegeben, ne? Mhm. Wir waren Burning Crusade Innis drin, dann kommt er so an, ja, ihr macht's doch falsch, wer geht auf Burning Crusade Innis? Geht Wortel-Instanzen, ne? Wir melden an, 25 Minuten sind wir alleine in dieser scheiß Ausmerzen von Stratholm. Davor waren wir innerhalb von 6 Minuten in Dings durch, hier, Bollwerk. Ja, das war der dümmste Tipp am Abend. Nee, das war, glaube ich, eine Trolle, weiß ich nicht. Ich dachte mir, okay, vielleicht hat Hannes Ahnung, ne? Ne? Ja. Dachte mir, war ein ziemlicher Fehl an der Stelle, also... Eine Fehlentscheidung, definitiv. Genau, also nie wieder. Ach scheiße, da habe ich mir Hand auflegen gedrückt. Das war jetzt ziemlich dumm. Wenn wir nicht da runterspringen, ist da Wasser? Mal outrangen hier. Komm, jetzt springen wir in die Tiefe. Ah, aus dem Kampf raus. Wunderbar. Hast du jetzt die Q bekommen? Den Hexer nicht eingeladen habe, weil ich bin noch in der Dungeon-Gruppe mit dem Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat. Ich hoffe mal, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall in der Gruppe. Aber du hast auch das Auge, oder? Oben? Nein.
Jetzt hast. Warte mal, jetzt bist du auch aus der Instanz. Der Ding ist nicht in der Instanzgruppe. Ich kann. Warte mal, ich kann den mal so anschreiben. Tyler? Ja, weil jetzt, ihr hättet in der Dingsgruppe bleiben sollen, weil der Heiler ist nicht in unserer normalen Gruppe, der ist in der Instanzgruppe, weißt du, deswegen. Jetzt weiß ich halt auch nicht, ob das, obwohl jetzt sind es halt auch nur noch 6 Minuten, wenn wir jetzt wieder eine lange Indie kommen, dann mache ich schon wieder so viel drüber. Ich glaube, ich hole jetzt noch die Schätze und mache erstmal den Ding, dann können wir danach noch weitermachen oder morgen, ne? Oder besser, was heißt morgen, heute Abend dann, ne? Das ganze Inventar hier schon wieder voll mit Zeug. Ja, ich gehe dann auch pennen. Gute Nacht. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Gute Nacht. User disconnected from your channel. Irgendwo da unten in dem Dings war das Zeug nur geflaggt. Ich habe halt das Problem, dass ich, wie gesagt, das Handy-Nose irgendwie jetzt gerade rumspackt und ich muss die Schätze halt irgendwie selber finden, ne? Quasi oldschool. Irgendwo hier. Ah, schau mal, da war's. Boah, ich bin so gut. Nice. Und das ist Level Up hier. 48.000. So, jetzt sind es noch irgendwie 2, 3 Schätze. Ich meine, irgendwo war noch was im Baum gehangen, aber wo das genau war... Na super, jetzt habe ich halt so noch einen Invite. Soll ich den da machen? Was haben wir denn jetzt noch? Ach nein, nicht schon wieder Mogelscheingewölbe. Seid ihr alle nicht drin, oder? Nö. Bin ich nur mit dem Heiler quasi drin, weil ihr alle rausgelieft seid. Ja, komm, dann... Dann mache ich das Mogelscheingewölbe noch schnell und dann switchen wir. Soll ich mal Rambazamba-Taktik probieren? Okay, scheiße, ich werde eh sterben. Ding habe ich auf Abklingzeit. Rambazamba-Taktik. Oh, scheiße. Rambazamba-Taktik geht nicht gut aus. Scheiße. Mit Random, ja. Oh, Bubble! Rambazamba-Taktik! Scheiße. Jetzt kriegen die anderen halt auf den Sack. Das war keine gute Taktik. Okay, das ging in die Hose. Das war Rambazamba-Taktik. Mit Bosspull. Was soll ich jetzt machen? Rambazamba-Taktik und raus hier. Okay. Wenn es gut gegangen wäre, hätte ich sie gemacht, wenn die schnell geht, aber... Sehr gut. Jetzt sind nur 5 Minuten. Für den Heiler tut's mir jetzt leid. Jetzt hier reingebaitet in die Gruppe. Deserteur hast du jetzt. Ja, ist ja egal, ich will jetzt eh keine Instanz mehr machen. Ja. Wenn die jetzt geklappt hätte, dann hätte ich die nie gemacht, weil so schnelle Gruppe oder so, aber ich habe schon gesehen... Also das ist eigentlich auch der, wenn du die Ini schnell machen willst, machst du es auch so, dass du durchrennst und dann die Trash-Mobs wegmachst, weil der Boss braucht ewig zu triggern. Das ist halt die Speed-Taktik, ne? Aber die klappt halt mit Random eigentlich zu 70-80% nicht, ja? Dass die Dings, am Boss halt Leute, die dann auch ein CC oder irgendwas rein, also halt irgendeinen Mastern. Achso, okay. Aber wenn ihr so nah wohnst, warum seid ihr dann nicht zusammen am Gucken? Das war die Rambazamba-Taktik. Die hat nicht funktioniert. So, hier gibt's hier das Ding ist echt kacke zum Finden. Das ist nämlich unter so einem Buschzeug. Eine von diesen Dingern ist es. Ich glaube aber, es ist ein bisschen. Nee, oder? Ist es da? Es ist, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Boah, das wird jetzt echt. Was ist denn das gewesen? Eins von denen. Hier ist es, oder? Das müsste es sein. Ja, da ist es. Hier, die Kiste. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, alle großen Teile, ne? Jetzt gibt es halt bloß noch ein paar, die gar nicht so viel bringen. Jetzt muss ich mal gucken. Also es gibt noch hier auf der Insel, hier gibt es eins, das bringt aber so gut wie keine EP, das weiß ich. Und dann gibt es noch hier in der Höhle eins, das bringt, glaube ich, noch ganz gut EP. Ich glaube, das mache ich jetzt noch. Das eine hole ich mir noch. Und dann sind wir wahrscheinlich eh durch. Dann habe ich den Char zumindest auf 87, ne?
Wenn ich das eine Ding da aufmache, naja, dann sogar noch fast Mitte wahrscheinlich. Naja, wohl nicht ganz, wenn es 50k bringt. Und, ah, okay. Ja, dann machen wir... Dann mache ich halt quasi heute Abend nochmal ein bisschen was. Da können wir dann wieder alle hier zusammenladen. Dann können wir mal schauen. Dann machen wir noch bis 19. Und dann kannst du ja eh hier über das Zeug aufklauben in WoD-Leveln. Dann ist halt eh easy, ne? Also das, dann ist es echt gar kein Stress. Dann geht's halt echt richtig zügig. Also das machst du ja, weiß ich nicht. Also vorm Patch hast du etwa und vor dem Warmode-Update hast du etwa 3 Stunden gebraucht für die 10 Level, ne? So Pi mal Daumen. Ja, jetzt, wenn du nochmal 25% weniger brauchst, plus Warmode nochmal 20% extra drauf, da wirst du wahrscheinlich mit 2 Stunden durchkommen durch alles. Kann ich mir vorstellen. Lexa, hey, grüß dich. Also, das müsste eigentlich richtig schnell. Das müsste eigentlich richtig zügig gehen jetzt in WoD. Wenn ich jetzt grob rechne, ich denke mal für die 3 Level bis 90 nochmal eine Stunde und dann 2, denke ich mal, für WoD, wenn es echt zügig geht. Ja, und dann Legion mache ich dann wahrscheinlich über Invas. Höhle war da hinten, ich bin einen Ticken zu weit. Ja, wenn es gut läuft, ja, ich denke mal, morgen müsste ich dann halt... Bin ich jetzt blöd? Hier war doch die Höhle irgendwo. Die jetzt... Ach, da ist sie. Die wird auf der Map auch... Die wird irgendwie falsch angezeigt. Hier ist die Höhle, ich wollte gerade sagen. Wie alt ich bin, was denkst du denn? 12. 12, richtig. 100 Punkte hat der Kandidat. Habe ich jetzt gekriegt? 48.000. Ja, doch einiges, ne? Ist gar nicht so verkehrt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Da bist du schon aus der Gruppe raus, oder? Ja, ich bin jetzt aus der Gruppe raus, weil ich jetzt eh Umlog und die Invas mache. Das war es jetzt dann auch mit dem Leveling-Teil. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Teil. Euer Tila, bis dann. Ciao.